Dr. Markus Westerberg, 58, ihm gehörte die Praxis. Er hat hier im Haus auch gewohnt, seitdem er sich vor einem Jahr von seiner Frau hat scheiden lassen. Da denkt man, man hat schon alles gesehen und dann überrascht einen das Leben immer wieder. Meinen Sie das Outfit oder die Spritze? Ich denke, er war gestern Abend aus. Halb nackt oder was? Wie kommen Sie denn jetzt darauf? Die AIDS-Schleife. Gestern Abend gab es im Kurs ein großes Charity-Event. 1000 Euro der Platz. Waren Sie da auch? Nein. Wissen wir schon, was in der Spritze war? Ich denke, eine Überdosis Rimatox. Frau Dr. Engel, was ist los? Vor der Obduktion legen Sie sich doch nie auf eine Todesursache fest. Da staunen Sie, was? Ja. Rimatox ist ein besonders hochkonzentriertes Botulinumtoxin. Botox als Tatwaffe? Das wird zwar zur Falkenglättung benutzt, ist aber eines der potentesten Nervengifte, das die Natur zu bieten hat. Man hat also dem Herrn Schönheitschirurgen seine eigene Medizin verabreicht. Normale Botox-Präparate aus der Schönheitsmedizin reichen nicht aus, um jemanden umzubringen. Aber das hier ist so hochkonzentriert, dass es in Deutschland gar nicht zugelassen ist. Aha. Rimatox. Das war für die besonders schlimmen Fälle. Frau Seitz, so reden wir nicht über unsere Patienten. Wer hat die denn wieder so hingelegt? Die müssen doch nach Datum sortiert sein. So geht das doch nicht. Frau Seitz, könnten Sie mir die Räume hier zeigen? Gerne. Frau Kronz, Sie können mir sicher helfen, dieses Rima... Tox. Was wird damit gemacht? Bei einigen Patienten hat die normale Botox-Behandlung nicht mehr angeschlagen. Für die hat der Doktor eine spezielle Dosierung hergestellt. Ah, verstehe. Hm. Und gab's deshalb schon mal Ärger? Also irgendwelche Kunstfehlervorwürfe oder so? Nein. Die Patienten waren alle sehr zufrieden. Der Doktor war ein begnadeter Mann. Was? Ich sagte, sowas hätten Sie sicher auch gern. Ah, logisch. Aber dann die Boxen kosten über 30.000. Oh ja, dann fangen Sie mal an zu sparen. Also Westerberg hat ja offensichtlich sehr gut gelebt von der Eitelkeit seiner Patienten. Mhm. Und er war gestern Abend definitiv nicht allein, wie Sie sehen. Und da ist noch was. Und? Was war da drin? Alte Siegelringe im Wert von 25.000 Euro. Die Bilder haben wir von der Versicherung. Hm. Der Tresorschlüssel hing an Westerbergs Schlüsselbund. Hm. Haben Sie auch noch was, Schubert? Ja, ich habe bei der Berufshaftpflicht nachgefragt. Nicht eine einzige Beschwerde oder Schmerzensgeldforderung. Rache scheidet als Motiv also eher aus. Ja, seine Ex-Frau kommt auch nicht in Frage. Ich habe die Scheidungsakte eingesehen. Frau Westerberg hat einen ordentlichen Vermögensanteil bekommen und sie bezieht zusätzlich monatlichen Unterhalt. Sie ist auch gar nicht in Wiesbaden, sie macht eine Kreuzfahrt. Hm. Also ein Raub, der im Mord eskaliert ist. Ja, vielleicht. Es wäre gut zu wissen, wer in dieser Nacht bei Westerberg war. Ja. Allerdings. Der Herr Doktor war übrigens tatsächlich bei dieser Spendengala. Hm. Er hat zwei Plätze gekauft, die Rechnung hat er ganz ordentlich abgeheftet. Hier. Oder natürlich von der Steuer absetzen. Was ist eigentlich mit den beiden Damen aus der Praxis? Die jüngere Frau Seitz, die war letzte Nacht bei ihm Verlobten. Und die Praxisleiterin Christiane Krohns ist ledig, hat keine Kinder, arbeitet seit 15 Jahren für Westerberg und hat sich eine ordentliche Summe zusammengespart. Ich glaube nicht, dass die Geld braucht. Mhm. Ob da den Ordner her? Auch von ihr. Sie macht seine Buchhaltung. Oh.
Ich bin gleich bei Ihnen. Ach, was soll ich denn da? Ich muss die ganzen Patienten informieren und hier noch alles in Ordnung bringen. Aber Sie hatten eine Frage. Ich habe mir mal Ihre Steuerordner angeguckt. Großes Kompliment, Frau Kohn. Sie könnten jederzeit als Buchhalterin arbeiten. Dankeschön. Der Herr Doktor hat immer gesagt, Frau Krohns, ohne Sie wäre ich schon längst bankrott. Mir sind, ich sag Ihnen das mal, mir sind da ein paar Bewirtungsbelege aufgefallen. Während des letzten halben Jahres war Herr Westerberg sehr häufig in der Osterbar. Ja, Geschäftstermine, hat er gesagt. Ja, Geschäftstermine. Champagner, teure Weine, 6-Gänge-Menüs und immer für 2 Personen. Das könnte genauso gut privat gewesen sein. Ja, tut mir leid, da weiß ich leider nichts Genaues. Heute Nacht war eine Frau hier im Haus. Ich würde gern wissen, wer das war. Seit der Scheidung hat der Herr Doktor sich öfter mit Frauen getroffen. Kennen Sie Namen? Nein. Woher wissen Sie dann davon? Es gab Anrufe. Und neulich kam auch eine Frau aus einer Wohnung raus. Können Sie die Frau beschreiben? Jung, Mitte 20, blond, schlank. Hatte hier so Sterne auf der Schulter. Sterne? Ja, so ein Tattoo, wie Sterntaler. Der Herr Dr. Westerberg wollte, dass ich die Reservierung mache. Immer mittwochs. Ob er sich da mit dieser Frau getroffen hat, entzieht sich leider meiner Kenntnis. Und es ging mich ja auch nichts an. Sie haben recht, das war immer mittwochs. Sie der Dame einen Drink schicken? Vielleicht später, danke. Schon, ich bin nicht Ihr Typ. Sie sind es gerade geworden. Ich bin Lina. Bernd Reuter, freut mich. So, meine gute Dame. Danke. Danke Ihnen. Sie trinken nichts? Nicht während der Arbeit. Ach, Sie sind kopfmäßig in meinem Job nicht. Also ich finde das ja total männlich, dieses Pflichtgefühl. Sie sind bestimmt Manager oder Chefarzt? Ich bin Jurist. Ich bin Hairstylistin. Ich arbeite in einem Friseursalon, aber Jura. Also ich kannte mal einen Wirtschaftsanwalt, aber der war total langweilig. Kein Spaß am Essen, Trinken, nix. Na, langweiler gibt's doch in jedem Beruf. Sie sind da anders, oder? Wenn Sie mich das fragen, ich denke schon, dass ich dem Leben die eine oder andere schöne Seite abgewinnen kann. Ja, wusste ich doch. Ich habe eine gute Menschenkenntnis. Was ist denn Ihr Bereich? Verträge oder so Börsengänge? Strafrecht. Markus. Er ist ehrlich tot. Ja. Das ist ja furchtbar. Ich meine, klar war ich sauer auf ihn, aber das habe ich ihm auch nicht gewünscht. Warum waren Sie denn sauer auf ihn? Wir waren doch fast 3 Monate zusammen und dann hat er einfach von heute auf morgen Schluss gemacht. Naja, das war doch aber keine richtige Beziehung zwischen ihnen. Das war doch eher ein Arrangement, oder? Woher wissen Sie das?
lauter gut situierte ältere Männer. Alle Frauen hier sind höchstens Mitte 20. Ich denke, es geht hier um ein Geben und Nehmen. Ja, das stimmt. Aber es geht nicht nur um Sex, nicht, dass Sie denken, ich bin Nutte oder so. Das würde ich nicht denken. Wirklich nicht. Die Männer hier, die sind halt schon lebenserfahrener. Die suchen jemanden, mit dem sie ihr Leben genießen können. Außerdem sind die auch viel interessanter als die meisten Typen aus meinem Umfeld. Das sind alles unreife Idioten. Was meinen Sie mit genießen? Ach, alles Mögliche. Schön essen gehen, Wochenendtrips, Konzerte, Reisen. Ich war schon auf Mauritius. Und in der Karibik. Könnte ich mir doch nie selbst leisten. Bekommen Sie auch Geld dafür? Naja, ich muss ja auch gut aussehen und so. Und die Klamotten hier, die kosten. Da gibt's dann manchmal schon Geschenke. Manche Sugar Babes kriegen sogar eine Wohnung finanziert oder ein Auto. Sugar Babes. Das heißt, die Männer hier sind alle Sugar Daddies, ja? Wir verabreden uns im Internet und dann treffen wir uns hier in der Oyster Bar. Jeden Mittwoch und Freitag. Haben Sie Dr. Westerberg auch hier kennengelernt? Ja. Markus war sehr charmant, großzügig. Konnte auch mal einen trinken. Wir haben uns echt gut verstanden. Warum hat er dann Schluss gemacht? Warum machen Männer Schluss? Wegen einer anderen natürlich. Ein neues Sugar Baby. War total verliebt, richtig hin und weg. Naja, kann passieren. Ich war halt einfach nur ein bisschen stinkig auf ihn, weil er mir eine kostenlose Brustvergrößerung versprochen hatte. Verstehen Sie? Mhm. Naja, c'est la vie. Wissen Sie, wer die Neue ist? Ja, klar. Die ist auch immer mal wieder hier. Dann haben die Typen aber leider fast nur noch Augen für sie. Mhm. Westerberg war ein Sugar Daddy? Ja. Das ist ja ein Ding. Dann haben wir das dazugehörige Sugar Babe. Das ist ein Foto von der AIDS-Gala. Ja, die kann schon ein Motiv sein, oder, Herr Reuter? Ich finde sie. Und warum keine Mörderin? Weil sie so gut aussieht. Naja, wie die Dame heißt, wissen wir leider noch nicht. Esther Dietz. Was? Sie heißt Esther Dietz. Ach. Und wissen Sie denn vielleicht auch schon, wo wir die finden? Schon mal. Ein bisschen was können Sie auch alleine machen. Hm? Guten Tag. Wir suchen Esther Dietz. Die Polizei? Was ist los? Alles gut, wir wollen bloß mal mit dir sprechen. Sie macht doch hier ein Praktikum, oder? Hat man uns zumindest an der Uni gesagt. Ja. Das stimmt schon. Die wechselt gerade die Magensonde in Zimmer 7. Gut. Ich bin übrigens Erik Seifert. Hallo. Oberpfleger. Esthers Praktikum ist leider. Schön. Sagen Sie, was ist passiert? Keine Sorge, nur ein paar persönliche Fragen. Okay. Bleiben Sie ruhig hier stehen, ich hole Sie gerade. Naja. Männer in Weiß. So einfach sind wir Frauen gestrickt. Arztkittel und Uniform. Das scheint ja auch andersherum zu funktionieren. Sie wollten mich sprechen? Ja. Ja. Schade. Aber einer von den Guten. So richtig nahe geht Ihnen das jetzt aber nicht. Na, warum sollte es? Naja, immerhin waren Sie seine Freundin. Nein, war ich nicht. Ich war seine Begleiterin. Das Ganze sein Geschäft. Meine Gesellschaft ging eine aufregende, luxuriöse Zeit. Gefühle sind da nicht inklusive. Na dann. Dann gehe ich mal davon aus, dass Sie auch ein ordentliches Taschengeld kassiert haben. Herr Schubert, richtig? Ja. Meine Familie hatte nie viel Geld. Ich habe mich halb tot gejobbt für das Medizinstudium. Hat aber trotzdem vorne und hinten nicht gereicht. Jetzt treffe ich kultivierte Männer. Für ein spannendes Leben und kann damit alles finanzieren. Gehört es zum Geschäft, dass Sie mit diesen Sugar Daddies Sex haben müssen? Also zunächst mal müssen muss ich gar nichts. Und es gibt auch welche, die wollen gar keinen Sex. Aber Westerberg wollte. Ja. Und ich wollte ihn.
Markus war ein attraktiver Mann. Im Übrigen sind alle meine Männer attraktiv. Ich suche sie mir selbst aus. Haben Sie also mehrere von diesen Sugar Daddies gleichzeitig? Ja, manche von ihnen sind etwas unstet und ich brauche die finanzielle Stabilität. Sie haben gar nicht gefragt, wie Dr. Westerberg gestorben ist. Naja, er hat Zigarren geliebt, Alkohol, rotes Fleisch, Herzinfarkt. Er bekommt jetzt eine Pressionung und in einer halben Stunde möchte ich Sie bitten, bei ihm noch einmal den Blutdruck zu messen. So haben wir ihn gefunden. Schrecklich. Sie wissen sicher noch nicht, wer das gewesen ist. Sie waren letzte Nacht bei ihm. Das heißt, Sie verdächtigen mich. Also, ich bin gegen 23 Uhr bei Markus weggegangen. Da war er am Leben und bester Dinge. Ich musste die Schicht einer kranken Kollegin übernehmen. Das nennt man doch ein Alibi, oder? Wenn Sie mehrere Sugar Daddies gleichzeitig haben, wissen die dann voneinander? Naja, ich hänge das jetzt nicht an die große Glocke. Sowas kann zu Spannungen führen. Und mit Spannung meinen Sie Eifersucht? Wir waren da in letzter Zeit so von Eifersucht geplagt. Können Sie uns doch bestimmt ein paar Namen nennen, oder? Ja, Dirk, aber das kann nicht sein. Dirk, ja? Mhm. Können Sie uns vielleicht auch ein bisschen mehr über Dirk erzählen? Markus' Vorgänger, sozusagen. Der wurde mir irgendwann zu besitzergreifend. Und als ich dann Markus kennengelernt habe, hat er das nicht so gut weggesteckt. Vor einer Woche, als ich bei Markus war, ist er dort aufgetaucht. Hat vor dem Haus herumgebrüllt. Markus war kurz davor, die Polizei zu holen. Was hat er denn so gebrüllt? So nach dem Motto, ich würde ihm gehören. Und wenn Markus mich nicht in Ruhe lässt, dann macht er ihn fertig. Natürlich war ich mit Esther liiert. Warum auch nicht? Sie war nicht die Erste und sie wird auch nicht die Letzte sein. Hm? Sie mögen es also etwas jünger, Herr Stromer. Sehen Sie, ich leite eine der erfolgreichsten Headhunting-Agenturen in Deutschland. Wenn nicht die erfolgreichste. Ich bin immer unterwegs. Amerika, Asien, Europa. Strome, immer unter Strom. Klingt toll. Ja, ich verstehe mich. Ich kann mit gleichartigen Frauen nichts anfangen. Die sind mir zu anstrengend. Ich will Spaß, Action. Natürlich, und dafür revanchieren Sie sich dann. Klar, ich zahle alles. Reisen, Tickets, Hotels. Ich meine, immer erste Reihe, immer First Class. Ich bin sozusagen Ihr Sponsor. Und die jungen Damen lieben das. Wie aufregend. Ja. Aber diese junge Dame hier, die schien das nicht ganz so zu lieben. Ja. Hatte Dr. Westerberg ihr mehr zu bieten? Ja. Haben Sie sich gerecht und ihn deshalb getötet? Moment. Er ist tot. Sie haben Dr. Westerberg massiv bedroht. Vor seinem eigenen Haus. Was wollen Sie mir hier unterstellen? Wir haben Zeugen. Sie waren sauer, weil sich Ihr Sugar Babe Esther Dietz einen anderen Sponsor angelacht hat. Kann sein, dass Ihr Ego das nicht so ganz verkraftet hat? Wer war ich? Dann nicht wegen Esther. Das kann doch nicht ernst sein. Ich meine, mein Gott, andere Mütter haben auch schöne Töchter. Und wer sind Sie, der Vorgesetzte? Mein Name ist Reuter. Ich bin der ermittelnde Staatsanwalt, Herr Strom. Sie sind Witwe? Ja, meine Frau ist vor 2 Jahren gestorben. Wie alt sind denn Ihre Kinder? 28 und 30. Na, sind die sicher schon eine Weile ausgezogen? Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen Ihr Haus sehr groß und leer vorkommt, wenn Sie abends nach Hause kommen. Genauso groß und leer wie die Hotelsuiten, in denen Sie wohnen, wenn Sie unterwegs sind. Und jeden Morgen sehen Sie im Spiegel, wie die Zeit zerrinnt. Unbarmherzig und gnadenlos. Jeden Morgen wird die Angst vor
der Einsamkeit ein bisschen größer. Redet er gerade über sich selbst? Ist das so? Also ich kenne niemanden, der so zufrieden mit seinem Leben ist wie Reuter. Sie kennen das auch, oder? Wenn man manchmal überlegt, wer man mal war. Tja. Aber mit diesen jungen Frauen, da gibt's Momente, da fühle ich mich wie früher. Die übertragen mir ihre Energie, verstehen Sie? Hm. Und bei Esther Dietz war das besonders stark. Hm? Ja. Bei ihr waren das nicht nur Momente, da war es die ganze Zeit. Und dann hat sie ihn Westerberg einfach weggenommen. Ja, das Schwein. Aber das heißt nicht, dass ich ihn... Stromer hat in der Tatnacht mehrere Telefonkonferenzen mit Asien und Amerika gehabt. Also hat er ein Alibi? Naja, nicht wirklich. Wir haben die Verbindungszeiten und Längen gecheckt. Theoretisch hätte er zwischen den Anrufen Zeit gehabt, es zu Westerbergs Klinik und zurückzuschaffen, wenn er sich beeilt hätte. Also ich hatte nicht das Gefühl, einem kaltblütigen Mörder gegenüber zu sitzen. Ich auch nicht. Wow. Wir sind uns einig. Darf ich mal? Siehe. Sie interessiert mich viel mehr, mit ihr stimmt was nicht. Die Dame ist ja ganz schön unter die Haut gekommen, Schubert. Also, erstmal hat sie ja den Verdacht auf Strome gelenkt. Und dann glaube ich sowieso, dass sie zu allem fähig ist. Ich meine, bei dem Doppelleben, tagsüber die brave Medizinstudentin und nachts die eiskalt berechnende Edelhure. Moment mal, Christian. Also, Prostitution ist das für mich noch lange nicht. Alte Knacker kaufen sich junge Körper? Wie würdest du das nennen? Ein klarer Deal, von dem beide Seiten profitieren. Was? So erlebt man tolle Sachen mit attraktiven Männern. Also, in ihrem Alter kann ich mir das schon vorstellen. Ach komm schon, hör auf, du hättest doch sowas nie gemacht. Wer weiß? Ich denke, wir sollten kein moralisches Urteil fällen. Das würde uns auch nicht weiterbringen. Und selbst wenn es Prostitution ist, ich kann keine strafrechtliche Relevanz erkennen. Die Damen werden zu nichts gezwungen, sie werden nicht ausgebeutet. Das passiert doch alles auf Augenhöhe. Mhm. Aber irgendwo muss die Augenhöhe ja verloren gegangen sein, sonst hätten wir keine Leiche. Ja, Schubert, es gibt eine Leiche. Und darum überprüft bitte das Alibi von Frau Dietz, ja? Frau Dr. Engel, guten Morgen. Ah, schön. Schicken Sie es mir auf den Rechner? Verstehe. Gut, bin gleich bei Ihnen. Frau Dr. Engel. Schön, dass Sie es so schnell einrichten konnten. Ja, für Sie auch immer. Und? Schauen Sie selbst. Das hier ist das Botulinumtoxin. Die Todesursache. Aber er hatte außerdem Mitopam im Blut, ein Anästhetikum. Das heißt, er wurde betäubt? Durchaus möglich. Mitopam hat zudem eine stark amnestische Wirkung, das heißt, man erinnert sich an nichts. Und hat Westerberg dieses Mitopam in seiner Praxis verwendet? Ich habe dort keins gesehen. So eher typisch für Krankenhäuser. Mhm. Ein spezielles Anästhetikum. Westerberg hätte sich an nichts erinnert. Also war es doch als Raub geplant. Nur leider ist Westerberg zu früh wach geworden und hat dann die tödliche Ladung Botox bekommen. Richtig. Bleibt natürlich die Frage, warum saß er auf seinem Behandlungsstuhl und wie ist er da hingekommen? Fakt ist doch, dass der Mörder oder besser gesagt die Mörderin über medizinisches Know-how verfügen muss. Wie ist der Dietz? Ja, richtig. Ich überlege auch gerade, vielleicht ist sowas ja schon mal früher passiert mit einem ihrer Sugar Daddies. Ihr habt sie doch nach ihren Beziehungen gefragt, oder? Sie hat uns zwei, drei Typen genannt, aber keiner von ihnen hat Anzeige erstattet. Und außerdem hat sie gar keinen Kontakt mehr zu denen. Warum nicht? Naja, der eine ist ja unser Freund Stromer. Der war ihr wohl zu aufdringlich. Die anderen beiden? Ja, Moment. Hier, Holger Bräuning, Steuerberater, der hat sich einfach nicht mehr bei ihr gemeldet. Und Detlef Leinkauf, der hat so einen Deko-Shop für Reiche. Der hat wohl per Telefon Schluss gemacht. Ja, vielleicht interessant, mal zu fragen, warum er das gemacht hat. Schubert, danke. Schauen Sie sich das einfach mal an. Ja, mach ich, gerne. Danke.
Die Dame steht leider nicht zum Verkauf. Suchen Sie was Bestimmtes? Ich glaube, ich suche Sie. Herr Leinkauf? Ja? Mein Name ist Reuter, Staatsanwaltschaft Wiesbaden. Ich würde gerne mit Ihnen über Esther Dietz reden. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ja, das ist verständlich, aber dann müsste ich Sie vorladen und gegebenenfalls von der Polizei abholen lassen, wenn Ihnen das lieber ist. Es gibt da nicht viel zu reden. Wir waren eine Weile liiert und ich habe mich wieder von ihr getrennt. Warum? Weil sie vielleicht nicht attraktiv genug für mich ist. Das glaube ich Ihnen nicht, Herr Leinkauf. Ich kann Ihnen versichern, dass ich alles, was Sie mir anvertrauen, diskret behandeln werde. Können wir vielleicht... Gern. Sie brauchen eine Easter-Zeitkartenauslesung? Genau. Kommen Sie da ran oder muss ich da zur Verwaltung? Nö, das ist gar kein Problem. Ich weiß noch nicht genau, ob ich Ihnen das so ohne weiteres einfach geben kann. Das dürfen Sie. Das ist ein Gerichtsbeschluss. Schon gut. Wenn Sie das sagen, glaube ich Ihnen das. Kommen Sie. Weswegen Sie das jetzt genau brauchen, sagen Sie mir jetzt wahrscheinlich nicht. Stimmt. Aber vielleicht erinnern Sie sich an die Nacht vor 3 Tagen. Hatte da Esther Dietz Schicht? Moment mal, vor 3 Tagen? Ja, ja, da musste einspringen. Aber da kam sie zu spät. Und zwar ordentlich. Ah. Aber das sehen wir gleich. Kommen Sie mit. Kümmern Sie sich bitte um die Kunden? Natürlich. Sie hat mich bestohlen. Aha. Ja, es war bei mir zu Hause. Wir hatten was getrunken. Esther hatte die Frühschicht im Krankenhaus. Jedenfalls hat sie mir das gesagt. Ich bin auf dem Sofa eingenickt und ich habe geschlafen wie ein Toter. Am nächsten Morgen hatte ich rasende Kopfschmerzen. Ich war benommen, wie betäubt. Können Sie sich an irgendetwas erinnern, was in der Nacht passiert ist? Das ist es ja gerade. Ich kann mich an nichts erinnern. Und dann musste ich feststellen, es fehlt Bargeld. Es fehlt eine Reihe goldener Manschettenknöpfe, 2 kleine Statuen aus Edelstein. Wie viel ist das wert insgesamt? 10.000 Euro, vielleicht ein bisschen mehr. Aber was viel schlimmer ist, dass ich überhaupt nicht weiß, wie es passiert ist. Dieses Gefühl von völligem Ausgeliefertsein, ja. Ich schlafe schlecht seitdem. Sie glauben, Frau Dietz hat Ihnen irgendetwas gegeben, ja? Sie ist Medizinstudentin. Wir waren alleine. Da muss man nicht Polizist sein, um darauf zu kommen. Oder Staatsanwalt. Warum haben Sie das nicht angezeigt? Ach, wissen Sie, Wiesbaden ist auf Ihnen Dorf. Älterer Herr sucht sich eine jüngere Freundin, lässt sich von ihr ausrauben. Das ist doch ganz schnell rum. Die Leute hätten sich doch totgelacht. Können Sie sich vorstellen, was das für mein Geschäft bedeutet? Vorübergehende Amnesie. Er kann sich einfach an nichts erinnern, was in der Nacht passiert ist. Das sind genau die Symptome, die Dr. Engel im Zusammenhang mit Metoparm beschrieben hat. Das ist das Anästhetikum, das bei Westerberg im Blut nachgewiesen wurde. Was ist mit dem Alibi von Esther Dietz? Ist geplatzt. Sie hat in der Mordnacht ihre Karte 3 Stunden zu spät gesteckt. Aha. Also, und das mit diesem Mito-Dingserzeugs ist ja nun wohl eindeutig ihre Masche. Stellt fest, ob Frau Dietz Zugang hatte zu diesem Medikament. Sie arbeitet im Krankenhaus? Und wenn das so ist, dann gibt es vielleicht weitere Opfer. Hm. Was ist mit dem 2. Sugar Daddy, der sich nicht gemeldet hat, dieser Steuerberater? Er ist vor knapp 6 Monaten gestorben. Noch ein Toter? Ja, das hat uns auch stutzig gemacht, aber sein Totenschein läuft auf Herzinfarkt. Vielleicht hat er doch was hinterlassen. Thank you.
Wir haben Glück, dass er nur ein halbes Jahr da unten lag. Die Leiche dürfte in einem guten Zustand sein. Sorry, Reuter, der Verwiesungsprozess der Leiche ist meist schon fortgeschritten als der Verfall des Saales. Aber immerhin wurde er nicht kremiert. Mhm. Die Analysen dauern eine Weile. Ab jetzt wird's langweilig. Ja, dann gehe ich jetzt mal, bevor ich mich hier langweile. Danke. Sie melden sich? Wie immer. Gewebe, Organe, Blut, alle Proben aus dem exhumierten Leichnam von Holger Bräuning weisen Spuren von Mitoparm auf. Also noch einer. Gibt es Hinweise auf eine vorsätzliche Tötung? Die Dosis war zwar hoch, aber ein gesundes Herz hätte sie durchaus verkraftet. Herr Bräuning ist an seiner Insuffizienz gestorben. Ich denke nicht, dass der Tod beabsichtigt war. Für das kriminalistische Rätselraten sind ja Sie zuständig. Im Medikamentenraum der Station, auf der Esther Dietz arbeitet, gibt es Mitoparm. Und in den letzten Monaten sind da immer wieder Unregelmäßigkeiten aufgetreten. Ampullen abhanden gekommen. So, damit ist jetzt aber wirklich alles klar. Sie betäubt die reichen Knacker mit diesem Mitoparm-Zeugs und dann raubt sie sie aus. Und wenn einer von denen dabei draufgeht, ist es halt ein Kollateralschaden. Wie lange brauchen Sie für den Haftbefehl? Nein. Auch wenn alles auf Esther Dietz hinweist, das reicht nicht für den Haftbefehl. Bitte? Wir haben nur vage Verdachtsmomente. Wir haben nicht einen einzigen konkreten Beweis. Wir müssen Sie direkt mit den Diebstählen in Verbindung bringen. Ja, zum Beispiel. Okay. Wie wäre es denn mit einem Durchsuchungsbeschluss für Ihre Wohnung? Glauben Sie im Ernst, sie würde ihre Beute bei sich zu Hause verstecken? Vielleicht ist sie ja gar nicht so schlau. Oder sie fühlt sich zu sicher? Also das hat sich so gar nicht gelohnt. Ach, so eine Scheiße. Keine Beute, keine Medikamente, nix. Ja, Herr Reuter, Sie hatten recht. Die ganze Aktion war völlig sinnlos. Na, ist ja ein bisschen anders. Hier, Ihre Kontoauszüge. Durch Ihre Sugar-Daddies hat sie ein erstaunliches Einkommen. Also die verdient mehr als ich. Ja, und im Gegensatz zu uns zahlt sie noch nicht mal Steuern. Aber bei der Kohle können sie sich auch was Besseres leisten als die Bruchbude. Stimmt, das ist schon irgendwie komisch. Ja, komisch ist auch, den größten Teil ihrer Einnahmen überweist sie regelmäßig an ihren Vater. Was? Wieso das denn? Das würde ich Sie gerne mal fragen. Ich habe vorhin versucht, sie zu erreichen, aber das Handy war aus. Heute ist Freitag, ne? Ja. Gut. Pünktlich. Ja. Hab's mir anders überlegt. Danke. Entschuldigung, kennen Sie sich hier aus? Was suchen Sie? Die Oysterbar. Da sind Sie eben dran vorbeigefahren. 100 Meter zurück. Können Sie nicht verfehlen. Tatsächlich. Ja, so langsam sollte ich mir wohl eine Brille kaufen. Lachen Sie mich nur aus, Sie haben ja recht. Nein, ich komme gerade daher. Das ist schade. Wieso?
Ja, wenn Sie da nicht mehr sind, dann macht es doch überhaupt keinen Sinn, da noch hinzugehen. Sie warten auf den Bus? Ja. Wo wollen Sie denn hin? Taunusklinik. Wenn Sie mögen, ich fahre Sie gern. Das ist nett, danke. Gut. Wollen Sie irgendjemand besuchen im Krankenhaus? Nein, ich studiere Medizin. Ah. Das passt sehr gut zu Ihnen. Bernd Reuter. Esther Dietz. Freut mich, Frau Dietz. Im wievielten Semester sind Sie denn? Im 10. Dann haben Sie es ja bald geschafft. Ja. Ich glaube, bei Ihnen wäre ich gern richtig krank. Osterbar. Ich habe überhaupt keine Erfahrung in diesen Dingen. Ich weiß natürlich, welche Art von Kontakten da geknüpft werden. Ich weiß natürlich, dass es um Geld geht. Ja, warum sonst? Naja, ich weiß nicht warum, aber ich habe bei Ihnen das Gefühl, dass Ihnen Geld und Luxus gar nicht so viel bedeuten. Wieso glauben Sie das? Weil Sie sonst nicht mit dem Bus gefahren wären. Das Geld ist nicht für mich. Es ist für meine Mutter. Sie hatte vor 3 Jahren einen Schlaganfall. Sie braucht viel Pflege. Es tut mir leid. Mein Vater ist Maurer. Kaputter Rücken, arbeitslos. Er kann das nicht alleine leisten. Wir wollten sie aber auch nicht in irgend so ein schäbiges Heim stecken. Und die richtig guten sind natürlich richtig teuer. Meine Eltern haben nie viel Geld gehabt, aber die haben mich immer bei allem unterstützt. Ich bin die Erste in der Familie mit Abitur. Da möchte ich jetzt auch für sie da sein. Danke auch fürs Gespräch. Gerne. Vielleicht ja bis bald. Vielleicht. Sie haben diese Frau herumchauffiert? Ja, warum denn nicht? Und nach allem, was sie mir über ihre Eltern erzählt hat, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie nicht unsere Täterin ist. Das würde nicht zu ihrer Persönlichkeit passen. Ja, ich erzähle Ihnen auch mal was über meine Eltern und Persönlichkeit. Seit wann zählt denn sowas als Beweis? Offenbar fahren jetzt alle Männer auf Sie rein. Klasse, das reicht. Nur mal kurz 2 Fakten, die gegen eure Vorverurteilung sprechen. Erstens, Esther Dietz ist als Sugar Babe unterwegs, weil sie das Pflegeheim ihrer Mutter bezahlt. Das kann sie mit dem Geld, das sie von den Sugar Daddies bekommt, sehr bequem. Warum sollte sie also noch kriminell werden? Zweitens, ihr Medizinstudium ist ihr sehr wichtig. Würde sie das einfach so wegwerfen? Okay, das klingt jetzt nicht so völlig abwegig. Gut, es ist sicher kein Zufall, dass alle Taten in ihrer direkten Umgebung begangen wurden. Aber wir sollten nicht vergessen, dass es vielleicht noch andere Optionen geben könnte. Okay? Zum Beispiel diesen Strome. Der war jedoch regelrecht verfallen. Er hat Westerberg bedroht und sein Alibi hat Löcher. Und er macht sich jetzt wieder an Sie ran. Ja, zum Beispiel. Und? Was schlagen Sie vor? Esther Dietz ist heute Abend um 9 Uhr mit Herrn Strome verabredet, bei ihm zu Hause. Da könnte man vielleicht mal ein Auge drauf werfen. Ja.
Und? Wahnsinnig langweilig. Unser Casanova gibt sich zwar Englas noch mal anderen rein, aber die machen immer noch gepflegte Konversation. Na toll, und dafür hauen wir uns das den ganzen Abend um die Ohren. Ja. Hast du ein Date oder was? Das würde ich dir gerade erzählen. Lady Kid. Na toll. Kerstin, gibt's was Neues? Im Gegenteil, Esterdiez hat gerade das Haus verlassen. Nichts weiter passiert? Nichts, obwohl sie die Gelegenheit dazu gehabt hätte. Wie meinst du das? Naja, Stromer hat ordentlich getrunken. Es wäre leicht gewesen, ihm was einzuflößen. Sag dem Herrn Oberstaatsanwalt, das Ganze war pure Zeitverschwendung. Sag dem Herrn Hauptkommissar sowas, weiß man eben manchmal erst hinterher. Sag dem Herrn Oberstaatsanwalt, ist hier doch noch was passiert. Kerstin? Eine verdächtige Person. Die definitiv zu Strome will. Könnt ihr sie identifizieren? Negativ. Ich kann auch nicht mal erkennen, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Gut, bin gleich da. Klar, deshalb rauben sie alle Männer aus, mit denen sich ihre Liebe trifft. Sie verstehen das nicht. Ich bin kein Stalker oder sowas. Wir waren zusammen. Sie und Esterdiez. Als sie bei uns im Krankenhaus angefangen hat, da wollen wir gleich was trinken. Wir hatten diese wundervolle Nacht. Und dann hat sie mir gesagt, dass das alles keine Zukunft hat. Obwohl sie mich echt mag. Was denken Sie denn? Hm? Woran könnte das gelegen haben? Geld? Sie wissen wohl nicht, was ein Pfleger im Krankenhaus verdient hat. Esther hat Pläne. Ihr Medizinstudium. Eine eigene Praxis. Das konnte sie halt alles nicht bieten. Hat sie das zu Ihnen gesagt? Das hat sie doch sicher verletzt. Nein, wieso denn? Ist das eine tolle Frau? Die muss ihren Weg gehen. Aber diese alten Säcke. Die haben einfach nur ihre Lage ausgenutzt. Brutalst. Herr Seifert, ich denke jetzt einfach mal laut nach. Und Sie können sich überlegen, ob Sie jetzt was dazu sagen wollen, okay? Also, eigentlich sind ja die Sugar Daddies daran schuld, dass sie Esterdiez von Ihnen getrennt hat, oder? Sie wollte ja gar nichts von denen. Aber die haben sie einfach mit ihrem Geld verdorben. Meine Esther. Wenn man das so sieht, dann war das doch völlig in Ordnung, dass sie die Männer beraubt haben. Mit diesem Geld wollten sie schließlich nichts anderes machen, als sich ihre Esther zurückholen. Ja. Richtig. Außerdem würden die Männer dann denken, dass Esther sie beklaut hat. Und sie würden sich von ihr trennen.
war der erste. Herr Breuning. Nee. Schauen Sie mal schön hin. Herr Breuning hat das Zusammentreffen mit Ihnen mit seinem Leben bezahlt. Ich konnte ja nicht wissen, dass er was mit der Pumpe hat. Jetzt hat er ihn dass gleich. Er ein schwaches Herz hat. Es tut mir auch leid. Ich habe dann auch die Dosis deutlich verringert. Das war wirklich sehr fürsorglich von Ihnen. Aber bei Dr. Westerberg hat die reduzierte Dosis offensichtlich nicht gereicht. Oder warum haben Sie zum Botox gegriffen? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, wirklich. Ist er zu früh aufgewacht oder was ist da passiert? Ich gebe ja zu, dass ich bei ihm war, aber als ich da gegangen bin, da hat er noch friedlich geschlafen. Ich habe extra noch seinen Puls gemessen. Der war stabil. Das müssen Sie mir glauben. Also eifersüchtig auf Dr. Westerberg? Eifersüchtig? Quatsch. Was hatte der Penner der Nächste schon zu bieten? Oh, ich denke, das war schon eine Menge. Außerdem, auf diesem Foto sieht Frau Dietz alles andere als unglücklich aus. Es war doch nur gespielt. Für die Kohle. Sie hätten mal sehen sollen, wie die bei denen rausgekommen ist. Da ist die Maske gefallen. Die war immer traurig. Immer. Sie haben Frau Dietz also doch beobachtet? Ja. Aber nur, weil ich wissen wollte, mit wem sie sich trifft. Und wo die wohnen. Diese Typen, ja? Die haben doch mehr als genug. Die haben doch gar nicht gemerkt, was ich denen geklaut habe. Allein was der für ein dekadentes Leben geführt hat. Bei allem hat er sich bedienen lassen, von vorne bis hinten. Essen, Wäsche, Klamotten. Eine Hausangestellte hatte der. Die ist den ganzen Tag rumgesprungen. Von morgens bis abends. Frisches Essen. Frische Einkäufe. Frisch gebügelte Hemden. Ein sehr schöner Kranz. Er mochte Gladiolen. Wie lange haben Sie eigentlich für ihn gearbeitet? 15 Jahre. Lang. Ja. Sie haben wirklich sehr viel für ihn getan. Die Praxis, die Buchführung. Er hat immer gesagt, Frau Krohns, wenn ich Sie nicht hätte, müsste ich verhungern und erfrieren. Haben Sie eigentlich von Anfang an für ihn gekocht? Nein. Erst seit der Scheidung vor einem Jahr. Er hat das sicher sehr gemocht. Ja. Sehr. Auch, wie Sie seine Hemden gebügelt haben. Woher wissen Sie denn das? Aber dann fing es auf einmal mit den jungen Frauen aus der Osterbar an. Ja. Hat sich das verletzt? Ich war enttäuscht. Diese jungen Dinger. Aber das war nur eine Phase. Männer machen sowas manchmal. Wie
bis die hier auftauchte. Esther Dietz. Ja, die war eine von denen. Nein, bei Esther Dietz wurde es ernst für Dr. Westerberg. Bei der war er vollkommen hormongesteuert. Es ging nicht um Hormone, es ging um Gefühle. Dr. Westerberg war verliebt in Esther Dietz. Nein. Nein, das war er nicht. Ich habe genau gewusst, dass die nicht gut für ihn war. War sie ja auch nicht. Und trotzdem mussten sie Geschenke für sie besorgen? Ja. Sie mussten in Restaurants Tische reservieren? Ja. Und sie mussten sich um Eintrittskarten für Oper, Konzert kümmern? Wissen Sie, wie gern ich ein einziges Mal mitgegangen wäre zu so einer Gala? Die hat ihn manipuliert. Er wusste gar nicht mehr, was er tat. Und darum sind Sie an diesem Abend in die Praxis gefahren, richtig? Er sprach davon, diesem Flittchen einen Antrag zu machen. Ich konnte deswegen nicht schlafen. Ich musste rübergehen und gucken, ob die sich schon bei ihm eingenistet hat. Helfen Sie mir. Legen Sie einen Arm um mich. Eins, zwei, drei. Er konnte gar nicht reden. Hab ihm dann auf seine Beine geholfen und auf den Behandlungsstuhl gesetzt. Warum haben Sie keinen Arzt geholt? Wollte gucken, ob die noch da ist. Dann habe ich festgestellt, dass der Safe offen ist und wollte die Polizei rufen. Aber in der Zwischenzeit konnte der Herr Doktor widersprechen. Aber dann sagte er so hässliche Dinge zu mir. Ich rufe die Polizei. Nein, lassen Sie das. Keine Polizei. Sicher ein Missverständnis. Missverständnis? Dieses Flittchen hat sie betäubt und ausgeraubt. Ich muss die Polizei rufen. Reden Sie nicht so von ihr. Ich liebe diese Frau. Lieben? Aber die ist doch nichts anderes als eine Hure. Halten Sie sich gefälligst aus meinem Leben raus. Ihr Scheißessen schmeckt sowieso nicht. Und die Hemden kann mir auch jemand anders bügeln. Das bestimmt nicht. Hauen Sie bloß ab, alte Fregatte! Sie sind ja schlimmer als meine Mutter! Alte Schlampe! All die Jahre. Und dann behandelt er mich so. Können Sie mich verstehen? Nein.